willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich bin endlich wieder zurück. Oh mein Gott, Leute. Ernsthaft. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht, wie ihr seht. Ja, das ist jetzt hier so ein kleiner Teaser, so ein Haufen Buchteaser, so, um mal genau zu sein. Mich hat es nämlich mega erwischt. Ich war, ja, krank mit Zeitnot. Schon echt blöd. Aber auch so fett erkältet, dass ich keine Stimme hatte. Ein bisschen hat man jetzt immer noch. Und dementsprechend, Video ohne Stimme ist irgendwie auch blöd. Und deswegen seht ihr mich jetzt hier wieder mit, wie üblich, kleberbeschmierten, farbverschmierten Fingern. Aber dafür mit einer ganzen Reihe an Sachen, die ich euch hier vorstellen möchte. Nur nicht heute. Ich möchte heute ein bisschen teasern. Ja, ein bisschen teasern tut ja ganz gut. Und was ist das hier? Eine Waschmaschine. Nein, es ist keine Waschmaschine. Es ist auch nie in der Waschmaschine gewesen. Also ich bin nicht Luise Heinzel und stecke Journals in die Waschmaschine. Wobei das Ergebnis war echt interessant. Ich habe hier mitgebracht einen ganzen Haufen von Adventskalendern. Tja, sieht jetzt nicht so aus wie Adventskalender, das gebe ich zu. Dennoch handelt es sich hier um eine ganze Reihe von Junk Journal Adventskalendern. So viel zum Teasern. Ich könnte euch jetzt weiter den Mund wässrig machen. Nein, ich sag euch, was ich hier vorhabe. Und zwar dieses Schätzchen. Das ist einer dieser Kalender. Kalender, die ein Buch sind. Also sie sind nicht unbedingt in Kalenderform in dem Sinne, dass man sie aufklappen kann und dass man da Türchen drin hat in dem Sinne, sondern man hat Seiten als Türchen. Da werde ich noch ein bisschen mehr zu sagen bei dem Verlosungsvideo. Aber ihr könnt euch schon mal ein Kreuz in den Kalender machen. Am nächsten Sonntag kommt das Verlosungsvideo zu diesem kleinen süßen Junk Journal, was als Adventskalender bei euch einziehen möchte. Oh, wer weiß, wer das gewinnt. Wir hatten schon die eine oder andere Verlosung, jetzt auch bei der One More Vintage Design Woche. Und das kam ja ziemlich gut an bei euch. Also die Kommentare waren ja sehr häufig und schön und das hat total Spaß gemacht. Deswegen habe ich mich hingesetzt und habe hier nochmal ein bisschen hier in den Bastelkasten gegriffen und ein Kalender mehr gemacht. Ein Junk Journal Notizbuch Adventskalender Teilchen, was dann einfach hier in die Verlosung gehen möchte. Ja, ansonsten kleiner Forecast auf die Adventszeit. Ich werde in der Adventszeit hier aus den Büchern ein bisschen was zeigen, was da so drin ist und die Türchen mit euch gemeinsam öffnen. Und ja, da könnt ihr schon mal gespannt drauf sein. Nun ist das noch fast ein Monat hin, dementsprechend ja, ein bisschen was für die Zwischenzeit. Die Verlosung startet am kommenden Sonntag. Das wird, wenn ich mich recht entsinne, der 10. November sein. Der 10. November, dann startet die Verlosung. Und eine Woche drauf, am 17. werde ich dann den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen. Was ihr dafür tun müsst, das werdet ihr dann am 10. erfahren. Und ich denke mal, dass das Video morgens, wie üblich, live gehen wird. Und dann bin ich sehr gespannt, was ihr daraus macht. Ich bin sehr gespannt, wer von euch Lust hat, dieses hübsche Schätzchen zu gewinnen. So, ich sag mal, jetzt für den Teaser und fürs Wiederreinkommen war das schon ganz cool. Und jetzt müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber komm, heute ist schon Mittwoch. Heute ist der 6.11. Und bis zum 10. ist nicht mehr so lange hin. Ja, freut euch drauf. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf eure Kommentare, Likes und Co. Auch natürlich immer und sowieso über Abonnenten. Von daher, haut in die Tasten. Freut euch auf Sonntag. Ich freue mich wie Bolle, dass ich wieder was verlosen darf. Und ja, habt ganz viel Spaß und bis demnächst in diesem Kino.